Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sky Survival. Ja, letztes Mal haben wir hier alles in die Luft gesprengt, was so ging und was bei drei nicht ab. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ganze Feld ist einfach mal kaputt. Das war jetzt, das ist jetzt nicht ganz so gut. Scheiße, das habe ich nicht mal gesehen. Lol, das ganze Haus ist, es ist einfach mal weg. Es ist ohne Witz, hier steht gar nichts mehr. Doch, dieser kleine Tunnel hier unten drunter steht noch. Wo? Da kommt einfach mal so eine Fledermaus raus. Warte mal. Was machst du? Achso, nochmal sprengen? Ich mach nichts. Ey, du bist im Creative Mode. Gar nicht wahr. Ja, natürlich steht doch gerade im Dings da. Das ist Lüge, Alter, ich sehe nichts. Wieso machst du dich im Creative Mode? Achso. Nein, Justin! Oh, da war ich schon. Justin, du sprengst das gerade unter unserem Haus! Achso. Okay, gut, ist nicht viel passiert. Doch, irgendwas läuft. Ja, hier ist Lava unten. Achso! Oh. Oder? Nee, das ist doch nicht, das ist eine andere Lava. Hab grad gedacht. Ich komm dann gleich mal eben runter. Ich repariere jetzt hier erstmal unser Feld irgendwie. Wow, lol, ich hab Schaden bekommen. Hä? Das war da ganz hinten, Alter. Ich weiß, ich hab einfach Schaden bekommen. Guck mal, der Tunnel ist doch jetzt wunderhübsch. Scheiße, das Ding hier ist komplett kaputt. Ich glaube, wir müssen das Feld doch auf die andere Dings da, wo wir es da verlagern. Warte mal. Was denn? Ich weiß nicht. TNT Party Hard und so, meinst du? Ja. So, was könnte man denn hier jetzt noch mal so? Jetzt müssen wir das hier. Brauchen wir die Insel noch? Weil von hier könnten wir da hin. Aber ich brauchen wir das Haus nicht noch, oder wollen wir jetzt vielleicht alle Sachen mal rüberlagern und dann vielleicht ein bisschen sprengen? Dann bau drüben mal bitte eine Dingsterbumster. Bau da mal, dann cheat mal eben Lava-Eimer für. Weil wir ja unten die Lava, die können wir ja für Cobblestone-Blage brauchen. Dann nehme ich alles mit rüber, was bei Drani auf dem Baum ist. Also was soll ich jetzt nehmen? Oder haben wir noch hier einen Eimer, um halt Lava da mitgehen? Hier sind ganz viele Pfeile und alles noch. Und diese krasse Chest. Ich renne jetzt eben einmal rüber mit dem Kram, was ich gerade habe. Obwohl, warte mal, ich kann hier auch voll den unnötigen Scheiß erstmal rausschmeißen. Treppen, Falltür, eine Holztür, Zaun. Wofür brauchen wir das? Das brauchen wir auch nicht und das auch nicht. So, gut. Okay, ich komme dann doch noch mal rein. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ja, ich schmeiß ja auch gerade den unnötigen Scheiß einfach in die Kiste. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das habe ich jetzt mitgenommen. Auch nicht. Warte, die Erde. Ja, dann kannst du es ja mitnehmen, wenn du es im Inventar hast. Erde können wir mitnehmen. Die Pfeile nehme ich jetzt mal mit. Hier ist eh noch Erde. Wolle. Das brauchen wir, das brauchen wir eh nicht. Eine Creeper-Chestplates-Gedöns. Larrys, die Bücher am besten immer mitnehmen. Ich nehme gerade alles noch mit, was ich noch so im Inventar habe. Okay, so, ich würde sagen. Was sollte ich jetzt mal machen? Ich denke mal, wir brauchen die Lava. Die hier ist ja für einen Cobblestone-Generator und die haben wir halt nicht doppelt. Also entweder du cheatest die gleich oder packst die jetzt da schon halt rein. In irgendeinen Eimer, wenn wir einen Eimer haben. Ja, ich hab mir jetzt einen Eimer genommen. Lol. Und lol. Dafür die Lava zu. Guck mal, hier ist eine Hexe. Lol, da läuft einfach so eine Hexe. Was? Warte mal. Warte. Nein, 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 nein. Boah. Ey, du guck mich mal an. Das lasse ich nicht mit mir machen. Guck mich an, du Behinderte. Ich habe einfach voll viele Sachen dabei und so ein scheiß Skelett schießt mich runter. Nein. Echt? Ja. Bist du tot? Ich bin aber nicht tot. Ach so, ich hab's direkt Game Mode 1 gemacht, bin direkt wieder hochgeflogen. So, ich schmeiß eben kurz die Sachen in die Kisten. Da, wir machen jetzt ja hier einfach so YOLO-Tolo-Folgen. Und ich meine, wir wollen unsere ganzen Sachen natürlich behalten. Und hier ja, so ein bisschen Spaß muss auch immer mal sein. Kisten sind einfach voll. Achso, ne, es ist die verzauberte Kiste. Aber wir haben hier noch drei Kisten drin. Mal, was machen wir denn? Ich probiere jetzt hier einfach alles, was noch geht. Warte, hier. Drei hatten wir, den Rest lösche ich. Reinzuballern. So. Okay, warte mal, was.
Geht denn, hier geht ja noch oh, was ich hab rein. Ein Bett aufgesammelt. Da. So, was das denn? Da einmal so. So alles rein. Oh, hier ist übrigens noch ein bisschen was zu fressen drin. Das, nee, warte mal, wir müssen. Wir haben jetzt aber keine Kartoffeln mehr zum Anbauen, ne? Oder hast du noch rohe Kartoffeln in deinem Inventar? Wir haben hier noch 9 Kartoffeln in der unteren Kiste gehabt. Ja gut, okay, dann müssen wir hier gleich haben auch noch Karotten? Mal so ein, ja, Karotten habe ich noch. Die packe ich dann in die Kiste und esse die nicht mehr. Gut. Also dann auch nicht essen, da pflanzen wir dann gleich was mit an. So, gut, okay. Dann komme ich jetzt auch mit rüber geflogen und dann gibt es jetzt hier noch so eine kleine spaßige Folge für euch. Ein bisschen Abwechslung und dann gehen wir auch das gleich wieder weiter auf die Inseln, die nächsten Inseln erkunden. Ach, dann müssen wir wieder ein bisschen ernster machen. Mal gucken, was da passieren wird. Ups. Und auf uns zukommen wird. Lol. Das sind, wenn schon, denn schon. Das ist ja wohl schon ein bisschen Larifari hier. Was? Brauchen die Insel doch nicht mehr, oder? Ja, doch. Ich will nur das Haus wegsprengen. Weil von der Insel können wir uns zu der anderen besser hinbauen, als wenn wir den ganz weiten Weg nehmen müssen. Deswegen will ich nur das Haus wegsprengen. Ja, zur Not, wenn zu viel weg ist, ist auch egal. Dann bauen wir so einen kleinen Kasten einfach. So eine kleine Dingsterbumster hier hin. So. Von draußen haben wir auch schon mal genug zum Wegsprengen. So. Ja, ich kümmere mich gerade ums Dach. Okay, das wird hier alles wegfliegen, so. Ach du Scheiße, draußen wird auch einiges wegfliegen übrigens, Justin. Ja, Hauptsache die Insel bleibt noch am Leben, ey. Ja, also sie wird auf jeden Fall nicht bis ganz unten dicht gesprengt sein, denke ich mal. Wir sollten auf jeden Fall noch zum Ende hinkommen. Ja, das denke ich. Also von da sollten wir bis hierhin noch kommen. Oh, das muss. So, pass auf, noch so ein bisschen. So, und los geht's. Schon los? Ja, oder? Ich bin noch nicht fertig. Hast du den Eingang dicht gemacht? Ja. Habe ich zugekleistert mit TNT. Aber das ist ja gar nichts, was du hier hast, ey. So, wir bauen hier einfach alles kaputt mit TNT natürlich. Sag mal, die paar Kisten hier, die können ja wohl auch gleich nochmal wegfliegen. Warte mal. So, die müssen natürlich eingemauert werden mit TNT. Wenn schon, denn schon. Die Items sollen natürlich nicht überleben. Ja, die Müll-Items, so. Die braucht keiner. Ich wette, die Insel ist gleich weg. So. Guck mal, wie hoch ich einfach gehe noch. Können wir, sag mal. Ja, ich weiß. Hier unten ist auch schon alles. Ey, du weißt, dass die alle weggeschleudert werden, auf die ganze Insel verteilt, ne? Ja. Wird dann leider so passieren. Alter. Insel ist eh gleich kaputt. Oh Gott. So, hier ist schon mal dicht gebaut, den Scheiß. So, warte, jetzt machen wir hier noch so eine kleine Wand aus TNT hin. So, ich würde mal sagen, ich glaube, langsam reicht's dann auch wieder. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der Server komplett abstürzt. Okay. Okay. Willst du dann schon mal warten? Oder willst du wieso? Ich bin doch im Creative. Ja, ich weiß, aber zum Beobachten. Ja, ich bin schon hier. Du kannst ja vielleicht hier einen Screenshot machen für Thumbnail. Warte, ich mache eben einen. Obwohl, ich werte das, denke ich mal, eh mit so ein bisschen mit TNT da noch an den Seiten irgendwie verzieren oder so. Mal gucken. Gut. Ich okay. Mache die dann auch übrigens, die Thumbnails jetzt auch in so eingerundet, ne? Für dich. Ist das okay? Ja. Machst du ja auch irgendwie seit neuestem. Nee, mach ich nicht. Ich die Abgründe, keine Ahnung, wie die gehen. Muss aber ich mir nochmal bei angucken. Bei Hextown hast du es ja gemacht. Ja, da habe ich so, am Ende habe ich, also ich habe nur den Rand ausgefranst, aber nicht abgerundet. Habe ich auch schon länger. Okay, bereit? Jo. 3, 2, 1. Go, 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 bam, Junge. Okay, die FPS laggen noch gar nicht. 19, 18, 17, 20, 30. Ich hatte 29 die ganze Zeit. Nee, ich hatte die ganze Zeit. Oh, die Brücke. Leute, hier ist XP. Erstmal einsammeln. Ups. Justin, also wirklich. Wie lol, woher kommt denn das ganze Wasser hier? Ach so. Ja, einer kommt von unserem Ding und die anderen waren irgendwie unter der Erde. Ich würde mal sagen, wir haben es kaputt gekriegt, erfolgreich. Ach, da geht noch was.
Nein, gut, ich denke mal, wir sollten das so lassen, damit wir hier auch noch rüberlaufen können. Ja, warte, ich muss die Treppe mal reparieren. Ja, dann bauen wir die Treppe noch einmal wieder richtig, so. Dann fliegen wir rüber zur anderen Insel und machen uns den Creative Mode weg und TNT und sowas weg, was wir uns halt geholt haben. Habe ich gerade alles runtergeschmissen. Ja, genau, und dann geht's jetzt gleich direkt weiter mit der normalen Folge, ne? Und dann gucken wir gleich mal direkt. Ja, wir haben schon 10 Minuten jetzt damit verbraucht, so. So, dann Game Mode. Ups, scheiße. Ich brauche was zu essen. Schreib einfach Game Mode mit 5000 M. Game Mode 0, so. Jetzt baue ich mal eben einmal kurz. Nicht die Dings da, wo ich. Ja, ich habe nur ein Brot genommen. Ne? Ja, die Brot habe ich dir doch hier gegeben. Hast du mir nicht? Ja, gut. Doch, eigentlich schon. Dann baue ich jetzt mal hier. Warte mal, dann reiße ich. Dann müssen wir das hier mal irgendwie ein bisschen schlauer bauen. Ich baue da mal eben schlauer. So, erstmal alles abreißen. Hier, so. Dann diesen. Ach, willst du das jetzt alles. Hä? Wieso unter Wasser? Ja, wir müssen. Nein, ich bin da aus Versehen reingegangen gerade. Wir müssen das jetzt hier irgendwie erstmal begradigen. Warte mal, da ein bisschen Erde nehmen. Wir müssen das ganze Feld hier mal abreißen, ey. Ja, dann. Weiß ich nicht, ob du es einfach so abrauen kannst. Juhu! Yay! Geil, Justin! Ich hab dreimal Applaus geklopft, also das ist ja jetzt echt. Es ist echt schon überwältigende Kunst des Todes. So, warte, ich würde mal sagen. So, ich würde auch mal sagen, so machen wir das jetzt mal hier so. Wir machen das so. Ach so, ja, dann mach das so. Dann erweitern wir das. Ups, 1, 2, 3. Hier, warte, dann kommt hier die nächste Wasserspur. Das heißt, das können wir alles zumachen. Aber wir müssen Wasser hier irgendwas hier noch offen lassen, ne? Also noch Wasser da lassen. Hey, ja, hier kommt die nächste Spur Wasser. Hier baue ich jetzt wieder zu. So, okay. Dann ich reiß jetzt hier einfach mal dann den. Dann haben wir ein Scheiß ganz großes Feld. Und dann so, machen wir eine zwei, Doppelreihe drei, mit. Vier. Dann kommt hier das nächste Wasser. So. Ja, ich würde dann sagen, da machen wir jetzt diese Folge nur noch dieses Feld zu Ende und dann geht es in der nächsten Folge dann weiter mit irgendeiner Insel. Ja. Sagen. Wo habe ich denn? Ich brauche neue Erde. Dieses Kack hier. Erde habe ich ja extra alles mitgenommen. Ja. Das war ja schon mitbedacht, dass ich das alles mitgenommen habe. Wo habe ich die denn hingebackt, lol? Ich finde die anscheinend einfach nicht wieder. Gut. Was denn? Meine Ho. Meinst du die Eisenhacke? Ja. Ja, die hab ich. Spacko. Gut, egal. Warte mal, wo bauen wir denn was an? Ja, dann mach mal hier alles fertig. Scheiß Holz. Warte. Mal, da müssen. So, warte, da müssen wir jetzt erstmal gucken. So, wie bauen wir das denn jetzt mal hier am besten hin? Ich würde sagen, hier das Stück, das bleibt frei, ne? Also das machen wir einfach zu. Trampel! Komm, Justin! Schmeiß dein ganzes Gewicht drauf! Fick dich, Alter. Wir brauchen hier aber nochmal Wasser. Hä, wieso kann ich das nicht? Ach so, das sind die schon... Ja, warte. Gut, okay, dann kommen hier jetzt... Ja, warte, ich guck mal Wasser einmal. Hier bauen das hin und ich würde sagen, dann kommen... Warte, nee, hier kommen zwei Bahnen. Was wollen wir denn mehr? Warte, was bringt denn viel? Kartoffeln, gebratene, Karotten können wir eigentlich noch nehmen. Ja, Karotten bauen wir daneben zwei Reihen. Also zwei Reihen davon, zwei Reihen hiervon. Und dann hier vier Reihen Weizen. Warte. So, Wasser ist jetzt überall. Weil Weizensamen, weil... Oder wollen wir noch... Ne, Melonen wollen wir gar nicht mehr, oder? Nee, die bringen gar nichts. Nö. Braucht kein Schwein. Wir behalten vielleicht noch ein paar Melonen so zur Not. Aber sonst braucht die echt keine Sau. So, erstmal gucken, was wollte ich denn? Ich wollte da jetzt noch irgendwas... Haben wir hier irgendwie eine Schaufel? Ach, hier. Sehr nice. Weil dieses Ding hier, was ist das bitte? So, irgendwie ist diese Insel hier auch schon so ein bisschen verbraucht, ey. Da sieht man einfach, dass wir hier schon drauf gehaust haben, ey. Die ist einfach so voll ungerade geworden. So, gut, okay. Dann basteln wir hier noch ein paar Fackeln wieder hin. Und dann können wir auch gleich schon pennen gehen und dann beenden wir auch schon wieder die Folge.
Ja, 14 Minuten, also gleich 15. Ja. Nächste volle. Ach so, warte mal, wenn du den Scheiß einzäunen willst, dann balle ich natürlich die Fackeln auf die Zäune. So, wie viel Fackeln brauchen wir denn da? Ich würde sagen, wir ballern alles voll mit Fackeln. Guck mal, hier hätten wir auch noch Lava gehabt. Egal, ich baue die Lava hier aber zu, ne? Wir haben ja jetzt da einen Lava-Eimer. Ach so, ja, wenn du... Obwohl, ja, dann brauchen wir das ja nicht mehr. So. Egal, wenn, komm, ich habe jetzt die Lava noch in den Eimer gepackt. Ja, wenn du die Lava hier jetzt da zugebaut hast, dann ist ja okay. So, warte, pass auf, dann ballern wir das jetzt da einfach rein. So. Gut, okay, dann... Machen wir, ballern boah, wir ich hätte fast Abgang gemacht, Alter. Alle voll mit Fackeln. So, 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 so. Okay, ups, so. So, unsere Baukünste kommen wieder raus. Baukünste des Todes. Dieser Scheißblock nervt mich. So, warte. Können wir den nicht austauschen? Im Game Mode? Ja, dann... Das ist einfach nur hässlich. Und ich meine, so, ja, es ist ja jetzt nicht schlimm, wenn ich daraus einen Erdblock mache, so. Ja, weil ich meine, wofür braucht man den eigentlich? Keine Ahnung. Auch nicht so ganz verstanden. So, haben wir jetzt alles hier? Warte mal, ist das jetzt vollstens? Reicht das an Ausleuchtung? Ich denke mal ja. Ja, sagen vielleicht. Wir ballern hier noch ein paar Fackeln hin, damit die halt nicht unbedingt von überall kommen. Da ist Viecherz. So, hier noch eine Fackel hin. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal noch schnell pennen und dann... Ja, warte. Beruhig dich. So. Wie du einfach liegst und gar nichts mehr sagst. Ja, ich warte drauf, dass du jetzt endlich hier pennst. Kartoffel. Ja, jetzt geh ins Bett und penn jetzt erstmal richtig. So, jetzt wird erstmal gepennt und dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder ja, mit der... Ja, warte. Ach so. Mit der... Ey, hier ist ein Skelett geschossen, mach das weg. Ja, ich weiß. Verpiss dich! Tschüss! So, ich will ja nicht, dass hier Monster drauflaufen. So, ist doch... Die können von hier aber hier rüber springen. Monster springen aber nicht zwei Blöcke. Die springen immer nur einen hoch, ja, sonst springen die nicht. Ja, gut. Okay, dann Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Skystarwivy wieder. Bis dahin und tschüss. Oh, yo. Das war richtig knapp. Okay, ciao.